Grüß Gott, liebe Zuschauer. Im Zeitalter der häufig überfüllten Skipisten und der Warteschlangen an den Bergbahnen und Liften ist es eigentlich kein Wunder, dass sich auf Langlaufloipen in den letzten Jahren nahezu ein Boom entwickelt hat. Skiwandern und Langlaufen sind ja wirklich eine ideale Sportart, die jung und alt, begabte oder auch sportlich weniger ambitionierte Menschen ohne großes Risiko betreiben können. Wir wollen aber nicht nur ein Loblied auf den Langlauf singen. Sie wissen vielmehr, es gibt in jeder Sendung einen Langlauf-Tipp. Und heute gehört die ganze Sendung dem Langlauf. Susi Riermeier und Juha Mieto sind heute also unsere Dauergäste. Die Freunde des alpinen Skisports müssen deshalb nicht traurig sein, denn auch für sie sind die heutigen Übungen ein ausgezeichnetes Konditionstraining und vielleicht auch eine Anregung, es selbst mal auf den schmalen Brettern zu versuchen. Vielen Technikformen begegnen wir sowohl im alpinen als auch im nordischen Skilauf, so zum Beispiel dem Schlittschuhschritt. Der Schlittschuhschritt beim Langlauf ist der Technik beim Eislaufen sehr ähnlich. Gespurte Loipen erlauben heutzutage allerdings den Einsatz dieser Technik nur noch selten, da bei Spuren die Sturzgefahr natürlich groß ist. Unter gewissen Umständen ist der Schlittschuhschritt auch im Wettkampf eine sehr effektive Technik. Juha Mieto beschleunigt so aus einer Kurve heraus beim Übergang in die präparierte Spur. Der Schlittschuhschritt läuft im Nacheinander von Doppelstockschub, Schritt, Doppelstockschub ab. Abwechselnd werden der linke und der rechte Ski ausgewinkelt, das Gewicht auf den ausgewinkelten Ski verlagert und der unbelastete Ski beigezogen. Unser Schlittschuhschritt-Springen im Trockentraining kennen Sie schon. Lockeres Springen nach links und rechts mit Belastungswechsel. Und bitte weich landen, sodass der Wohnungsnachbar natürlich nicht gestört wird. Und ganz locker bleiben. Und ans ganz weiche Landen denken. Genügt. So, jetzt haben wir uns im Schlittschuhschritt locker warm gelaufen und kommen zu einer etwas ruhigeren Trainingsform, zumindest im Wohnzimmer zu Hause. Zum Abfahren bzw. zum Schussfahren, das beim Langlauf ja durch die relativ lockere Verbindung zwischen Ski und Schuh viel schwieriger ist als mit Alpinski. Der Seppi zeigt es uns gleich einmal. Die Abfahrtshaltung beim Langlauf hängt vom Gefälle, vom Tempo der Fahrt und natürlich vom Können der Läufer ab. Anfänger bevorzugen im flachen Gelände eine relativ aufrechte Haltung. Rennläufer dagegen die sogenannte Eiformhocke, die wir ja von unseren alpinen Renntests her kennen. Im Wettkampf entscheidet auf solchen Streckenabschnitten eine Technik, die aerodynamisch günstig ist und möglichst wenig Energie verbraucht. Das heißt, auch gute Möglichkeit für Atmung und Entspannung bietet. Im Training übt man die Abfahrtshaltung durch abwechselndes Beugen und Aufrichten, wobei man sich natürlich der Geländeform anpasst. Und in der Skigymnastik beugen und strecken wir die Beine auch entsprechend. Die Fersen bleiben am Boden und beim Tiefgehen mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Und hopp und tief und hoch und tief.
Ja, gleich alle mitmachen. Noch ein bisschen weiter. Und wir haben's geschafft. Auch in unserer Speziallanglaufsendung darf natürlich der Kinderskitipp nicht fehlen. Und weil es gerade ums Abfahren ging, stellt Toni Seiler euch heute eine dazu passende Spielform vor. Ja, sehr schön. Schuss gefahren sind wir, Zwergerl und Riese haben wir gemacht und jetzt machen wir ein Kunststückel. Und zwar fahren wir wieder Schuss und bei der Schussfahrt heben wir immer ein Bein. Ein Ski hoch und dann den anderen Ski hoch. Wie beim Gehen. Einmal den und einmal den anderen. Ich zeig's euch einmal. Wieder schön Schuss, ja, und heben ein Ski und den anderen Ski und ein Ski und den anderen Ski. So. Und jetzt kommt's, lass nur laufen und jetzt die Ski heben. Hopp, hopp, heb nur hoch. Immer schön heben. Schuss wieder und dann heben Ski. Hoch den Ski und den anderen. Jawohl. Und noch einmal. Schuss und die Ski heben. Komm. Julia, ja, jetzt geht's los. Schuss und die Ski heben. Rechts, links. Jawohl, heb nur auf. Jawohl, nur wechseln, wie beim Gehen. Katrin, kommst du jetzt? Im Rhythmus der Musik watscheln auch wir zu Hause wie die Enten auf der Stelle und heben betont ein Knie hoch. Macht's gleich alle mit! Sehr schön, ja! Und damit wir das Knie jetzt wirklich hochheben, klatschen wir mit den Händen unterm Oberschenkel. Sehr schön. Hoffentlich machen zu Hause auch alle so mit. Danke, das genügt uns. Nach dem Einbeinfahren im Kinderskitipp bleiben wir auch bei der nächsten Langlaufübung beim Thema Abfahren. Und da müssen wir natürlich auch ans Bremsen denken. Bremsen heißt, wie beim alpinen Skilauf, pflügen. Auch der Pflug ist mit Langlaufski wesentlich schwieriger als mit Alpinski, weil ja auch da die Ski durch die lockere Bindung schwerer zu führen sind. Giuseppi, zeig's uns doch mal. Steilere Abfahrten bringen vor allem ungeübte Fahrer in Schwierigkeiten, falls sie nicht den Pflug beherrschen. Und der ist mit den dünnen Langlaufbrettern, wie gesagt, gar nicht so einfach. Rennläufer sieht man heutzutage nur noch selten im Pflug, denn so verliert man natürlich wertvolle Hundertstel. Pflug auslösen, auch im Langlauf, durch Tiefgehen und Beine drehen. Die Spitzen bleiben beisammen. Hier nochmal das Auslösen durch Tiefgehen und Beine drehen, mehrmals hintereinander.
In der Skigymnastik üben wir diesen Wechsel zwischen Flugstellung und Schussfahrt beim Flugspringen, das die meisten von Ihnen ja schon kennen. Ans weiche Landen denken und in der Grätsche ziehen nach innen und Fersen nach außen. Und vor allem locker bleiben, Susi, ja, sehr schön. Und der Juha natürlich auch. Und ganz weich landen. Ja, und damit wir jetzt auch etwas für unsere Arm- und Schultermuskulatur tun, bitte runtergehen, Susi und Juha, in den Hockstütz und Flugspringen im Hockstütz. Sehr schön. Ja, das ist natürlich anstrengender. Versucht es nur ein bisschen, ja? Danke. Auch in unserer Langlauf-Spezialsendung darf natürlich das Konditionstraining in der Disco-Ecke nicht fehlen. Ich habe sogar gehört, dass es unter unseren Zuschauern Teenager geben soll, die immer nur beim Disco-Training mitmachen. Aber das ist für Skitraining natürlich ein bisschen zu wenig. Bevor es jetzt dann richtig heiß wird, zeige ich Ihnen noch einen kurzen Film zum Thema Umtreten bzw. Bogentreten. Im ungespurten Schnee oder in glattgewalzten Kurven ändert man am besten mit dieser Technik die Richtung. Die Ski werden mehrmals hintereinander seitlich ausgewinkelt, belastet und der zweite Ski beigezogen. Im Wettkampf sieht man diese Technik vorwiegend bei Abfahrten mit Richtungsänderungen. Hier Tom Sandberg, der Weltmeister in der nordischen Kombination, beim Umtreten nach einer kleinen Abfahrt. Wolfgang Müller, der Weltmeisterschaft Sechste. Jeder Abstoß vom bogenäußeren Ski wird durch einen Doppelstockschub unterstützt. Ja, so viel zum Thema Bogentreten. Jetzt aber viel Spaß bei unserem Disco-Training. We'll be right back.
Ja, das war ganz schön anstrengend. Deshalb gibt's jetzt wieder eine kleine Erholungspause. Setzen Sie sich ruhig auf den Boden, lockern Sie Arme und Beine und schauen Sie sich mit mir zusammen an, was unseren Pistenteufeln auf einer Langlaufloipe alles einfällt. Auch beim Langlauf ist Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer oberstes Gebot. Hunde haben deshalb nur auf speziell als Hundeloipen gekennzeichneten Spuren etwas zu suchen. Nur Pistenteufel betreten eine Langlauf- oder Skiwanderloipe zu Fuß. Die linke Spur sollte in der Regel zum Überholen freigegeben werden. Beachten Sie auch die angegebene Laufrichtung. Ja, von dieser Regel haben natürlich die Pistenteufel noch nie etwas gehört. Was die Pistenteufel oder hier besser gesagt die Loipenteufel aufführen, schaut zwar lustig aus, aber allen anderen Langläufern vergeht dabei der Spaß. Die FIS, der Internationale Skiverband, hat übrigens auch für das richtige Verhalten auf Langlaufloipen 10 Regeln ausgearbeitet, die Sie alle mal in Ruhe durchlesen und studieren sollten, damit Sie nicht etwa unfreiwillig in den Spuren unserer Pistenteufel wandeln. So, zurück zur Technik. In jüngster Zeit sieht man im Wettkampf immer häufiger einen tempobetonten Schritt, der unter dem Begriff Sitonentechnik bekannt wurde. Genau gesagt handelt es sich dabei um einen einseitigen Schlittschuhschritt mit Doppelstockschub, während der andere Ski in der Spur bleibt. Hier Weltmeister Thomas Wassberg bei einem Überholmanöver mit dieser Technik. Ja, und die setzt er jetzt dann auf der anderen Seite gleich gegen, gleich fort. Und erneuter Wechsel. Diese Technik ist ziemlich schnell und relativ problemlos, da der Läufer mit einem Ski in der Spur Richtung und Gleichgewicht gut unter Kontrolle hält, während er sich vom ausgewinkelten Ski kräftig abstoßen kann. In der Skigymnastik imitieren wir diese Sitonentechnik, indem wir in die Hocke gehen und dabei ein Bein seitlich wegspreizen. Sie werden gleich merken, wie das in die Oberschenkel geht. So, und jetzt Bein wechseln auf der anderen Seite. Ja, rüber, Juha, ja, sehr schön. Tief runter gehen. Und wieder das Bein wechseln nach der anderen Seite. Aber wirklich das Bein auch beugen. Wer noch Kraft hat, macht noch ein bisschen weiter. Nochmal Beinwechsel. So, jetzt habt ihr es lange genug gemacht. Ja, prima, danke, das genügt schon. Die Beine ganz locker ausschütteln nach der Übung natürlich.
Falls Sie bereits zu den Langlauffans zählen und im Winter regelmäßig auf den schmalen Brettern unterwegs sind und falls Sie auch genügend Ausdauer und Kondition haben, dann sollten Sie ruhig mal an einem Volksskilauf teilnehmen. Zunächst natürlich ohne großen Ehrgeiz. Das heißt allein mit dem Ziel, eine längere Strecke ohne Zeitdruck zu durchlaufen. In jedem Fall aber ist vor so einer Dauerprüfung eine ärztliche Untersuchung angebracht. Wenn Herz und Kreislauf in Ordnung sind, dann können Sie ruhig mal 20, 30 oder auch 50 Kilometer bei so einem Volksskilauf hinter sich bringen. Natürlich nur dann mit Spaß und Erfolg, wenn Sie vernünftig genug sind, sich an das für Ihr persönliches Leistungsvermögen angebrachte Tempo zu halten. Wie das ja auch bei unserem Teleski-Training immer der Fall sein soll. Auch heute bei unserem Marathontest. Juha Mieto und Susi Riermeier zeigen Ihnen gleich die Testübungen. 4,5 Minuten lang ohne Pause zuerst Schlittschuhschritt springen. Susi, bitte zeigt uns mal. Also erste Übung Schlittschuhschritt, dann Doppelstockschub, bitte Juha. Und schließlich auch diagonal springen, also Trainingsformen, die Ihnen aus früheren Sendungen ja schon bekannt sind. Die Uhr läuft wieder mit. Die Ziellinie unseres Volksskilaufs erreichen wir nach 4,5 Minuten. Auf die Plätze, fertig, los geht's! Die Uhr läuft und mit Tausenden von Volksskiläufern sind wir also 4,5 Minuten lang unterwegs. Nach dem Start Schlittschuhschritt, also Schlittschuhschritt springen bei uns. Und bitte von Anfang an ganz locker bleiben, sonst halten wir die 4,5 Minuten nie durch. Na ja, 30 Sekunden haben wir schon. Ja, da kommt man ganz schön ins Schwitzen, schon in der ersten Minute. Sekunden sind geschafft. Noch 3,5 Minuten. Jetzt noch gut eine Minute. Übergang in den Diagonalschritt. Für uns im Training Arme schwingen gegen gleichem Ausfallschritt. Und Beugen und Strecken der Beine nicht vergessen. Eine Minute und 30 Sekunden liegen hinter uns. Ich hoffe, Sie haben trotz der Strapazen ein Auge dafür, wie locker und elegant Susi Riermeier im Hintergrund und natürlich auch im Vordergrund unterwegs ist. Mal Beinwechsel bitte jetzt bei etwa 2 Minuten, das andere Bein vor und weiter schwingen. Nach gut 2 Minuten geht es auch bei unserem Test jetzt abwärts, das heißt wir gehen über in die Doppelstocktechnik. Zu Hause simulieren wir das durch kräftiges Rumpf- und Arme schwingen. Vergessen Sie bitte nicht beim Beugen kräftiges Ausatmen und Einatmen beim Strecken. 2 Minuten 30 sind hinter uns. Und noch ein bisschen dabei bleiben. Ja, wer hält noch durch? Gleich sind es 3 Minuten. Wer bleibt noch dabei in den letzten 1,5 Minuten? Noch gut 1 Minute und nachdem es wieder leicht aufwärts geht, wechseln wir wieder. Jetzt erneut Diagonalschritt. Bei uns im Test Diagonalschritt springen. Kennen Sie ja bereits und bitte ans ganz weiche Landen denken. Also noch 1 Minute.
Wer hält die letzten 40 Sekunden etwa noch durch? Gleich sind 4 Minuten geschafft. Langsam beginnt der Endspurt, nur noch 30 Sekunden. Wir kommen schon in Zielnähe. Die letzten 100 Meter. 10 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden und dann haben auch Sie zu Hause wirklich ein kleines Kranzerl verdient. Stopp! 4,5 Minuten. Ja, alle Achtung, falls Sie das durchgehalten haben. Die Beine jetzt ganz locker ausschütteln. Da haben Sie wirklich eine große Erholungspause verdient. Und wie gesagt, probieren Sie es ruhig einmal, ob Sie nicht auch bei einem Volksskilauf sportlichen Spaß finden. Den Ehrgeiz allerdings müssen Sie zumindest am Anfang Ihrer Marathonversuche zu Hause lassen. Ja, das hat sogar der Susi und dem Juha Spaß gemacht, so einen Eindruck habe ich. So, das war's für heute. Ich hoffe, auch unsere Langlauf-Spezialsendung hat Ihnen Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.